herzlich willkommen zur ersten Folge von Simon News. Endlich ist die Ausgabe da. Lange musste man darauf warten, aber heute ist es endlich soweit. Heute geht's los und wir haben natürlich eine vollgepackte Folge. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und zwar mit City Driver. City Driver ist endlich released. Nach guten 1,5 Jahren gab es von FeWeb endlich mal wieder Lebenszeichen auf dem Markt. Und zwar haben sie ihr neues Game City Driver halt released. Das wurde eh schon letztes Jahr auf der nächsten Mal angekündigt. Und jetzt kam es am 6. Juni oder 5. Ich glaube 5. Juni endlich zum Release. Ja, kurz nochmal zu City Driver. Man hat 6 Fahrzeuge mit allen möglichen Getrieben, allen möglichen Varianten, die was man halt so bei Autos hat. Sportwagen, Kombi, Familienauto, was auch immer. Sportwagen. Und ja, da war halt das Ziel, dass man eine realistische Physik reinbringt und das in einer 1:1 Map von München. Da muss ich euch auch nochmal was fragen. Wenn Trams in München ein Reinfall ist, weil es München ist. Das Spiel so wurde gut bewertet. Vienna war aber super, weil Wien mal was anderes war. Sowas gab sowieso nicht, Straßenbahn und dann noch eine unbekannte Stadt jetzt, sag ich mal, in der Videogame-Branche. Und das Unternehmen ist selbst aus Österreich. Warum bringe ich ein Spiel, nur weil der Publisher aus Deutschland kommt, aus München raus? Aus München gibt es schon so viele Sachen. Du musst nur München eingeben und da kriegst du eigene Simulatoren von Aerosoft. Dann kommt, war eh schon Trams in München. Trams in München war so ein Reinfall. Warum mache ich dann erstens einmal nicht ein geiles neues Trams, sondern ich mache überhaupt ein neues? Und zweitens, warum nehme ich dann München als Stadt? Dementsprechend sah auch der Release nicht so schön aus. Die Meinungen sind sehr gespalten zwischen gut und böse. Und zwar, viele denken halt, dass es eben sehr gut ist. Die Physik, der Inhalt ist halt wie immer bei Tramsim sehr schön und auch nochmal auf ein nächstes Level, gerade mit der Unreal Engine 5 und der neuen UI. Also wirklich, ich habe das Spiel selber. Die neue UI ist wirklich fetzig, wie man bei mir sagen würde in der Schule. Die so viel besser ist, die in Tramsim. Da merkt man wirklich, dass die das von null an neu programmiert haben. Nicht irgendwie was übernommen haben von Tramsim, sicher. Man erkennt die Sounds von den Umgebungen und so wieder. Aber jetzt vom Code her. Die ganze Oberfläche, da wurde nichts mitgenommen. Was auch gleichzeitig wieder schlecht ist, weil Tramsim hatte irgendeinen Ansatz, dass man spielen konnte. Man hatte Szenarios, man hatte verschiedene Modis, man hatte Covid-Modus, du hattest immer was anderes. Und bei City Driver ist es halt alles nicht da. Du hast erstens einmal für 2 Fahrzeuge zahlst du 8 Euro mehr. Gut, mit dem Release-Rabatt und so, im Normalfall hast du das zum ziemlich gleichen Preis bekommen. Trotzdem sehr teuer, vor allem im Vergleich zum Standardspiel, was kostet die Karte dann? Wenn ich da alle Autos mit dem Wert ansetze dann und dann noch irgendwelche Stromkosten oder so, da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Aber okay. Sie haben es damit gerechtfertigt, dass die Autos halt sehr viel Aufwand waren. Okay, ja, das waren die guten Meinungen und eben die schlechten sind halt, dass von Tramsim nichts übrig geblieben ist und Tramsim überhaupt nicht davon profitiert. Sie haben angekündigt, dass die Auto-KI in Tramsim integriert wird. Davor wurde null umgesetzt. Man hat nicht einmal irgendwas von Tramsim jetzt mitbekommen während City Driver. Erst nachdem City Driver vorgestellt wurde auf der Next-Sim, kam dann erst einmal ein kleiner Spot von Tramsim. So einem super Spiel, was 2020 Rekorde bei Aerosoft eingebracht hat, hat mittlerweile einen 10-Sekunden-Spot, wo du nicht einmal mitbekommst, dass die Linie eigentlich in München ist. Ich habe gedacht, das ist die neue Linie 12 in Wien. Aber bitte. Aber dazu kommen wir eh noch später zur Next-Sim und zu Tramsim. Bleiben wir noch kurz bei City Driver. Bei vielen wurde halt eben die Dinkel, das ist jetzt die wären mit einer tollen Physik realistisch. Ich mache gerade den Führerschein, deshalb habe ich mir ehrlich gesagt auch das Spiel gekauft. Die Physik ist schon realistisch, aber nicht ganz. Also so fürs Fahren, fürs Bremsen und so, wenn du auf einer gewissen Geschwindigkeit bist, super. Aber sobald du bei Null wegfährst, da macht so einen Ruckler, da fühlst du dich wie in einem, weiß nicht, du musst keine Handbremsen oder so, aber der macht so einen Ruckler und du drückst nicht gerade mal so ganz kurz das Gaspedal und bist direkt bei 10 km/h. Der Anfang ist so kacke bei manchen Autos, aber sonst super Ding mit der Navigation und so. Ja, die Performance wird halt auch oft kritisiert, das liegt halt an der Unreal Engine 5, also auf meinem PC kann ich auf Low gerade mal so spielen und da habe ich viele FPS, aber sobald ich auf Mittel stelle, sind wir wieder unter den 60. Da muss noch viel gemacht werden, da kam schon das erste Update.
Sagen wir es mal so, das Spiel hatte Potenzial, aber hat es komplett verkackt. Vor allem die Karte ist ja auch so lustig. Die sagen, die stellen der Münchner 1:1 da. Mindestens die Hälfte der Kilometer von dieser Map ist Autobahn, wo eingezeichnet ist, dass du auf der Autobahn fahren kannst, wo du dann gar nicht fahren kannst. Und noch dazu auf der Autobahn nichts ist. Da ist vielleicht eine Tankstelle, die ist aber immer dieselbe. Da ist nicht irgendeine Marke nachgebaut worden. Das ist irgendeine Universal, glaube ich, oder ist es sogar irgendeine Marke, aber es ist immer dieselbe, was ich bis jetzt so gesehen habe. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht die ganze Map gesehen, aber ich habe schon viel gesehen. Und auf der Autobahn müsst ihr euch vorstellen, da ist links und rechts einfach, wenn überhaupt, ein Hügel nach oben und dort sind nur Bäume. Nur einfach Bäume, immer dieselben, keine Ding. Du fährst einfach nur auf der Autobahn, noch dazu die KI ist so scheiße, dass es auf manchen Dingen zu unnötigen Kollisionen kommt, die es gar nicht geben dürfte. Du fährst mit deiner normalen Geschwindigkeit, auf einmal ploppt oben auf zu hohe Geschwindigkeit, weil auf einmal wegen der Einfahrt 40 km/h sind. Aber die Autos halten sich auch dann nie auf die Geschwindigkeit, die fahren immer 10 km/h drüber. Beschleunigen wie ein Raser auf der Autobahn. Also von Realismus bei der KI merkt man überhaupt nichts. Die ist schlechter als gefühlt als in Tramsim. Aber so zum Fahren ist echt cool und die Stadt sieht halt cool aus. Ich verstehe nicht, warum München? Die wollen jetzt Feedback sammeln. Das kann man ihnen ganz einfach sagen. Warum München? Vienna, eine Map und alle wären glücklich. Da hätte das Spiel wirklich sogar noch eine Chance gehabt. Gerade da mit der Innenstadt und dann dem Gürtel, da hätte man coole Sachen machen können. Aber nö, da war lieber der Publisher wichtiger. Kommen wir weg von Ding, das war jetzt eh schon viel zu lang an City Driver. Kommen wir zur Next Sim von Aerosoft 2023. Starten würde ich mit dem Thema Tramsim, wo wir jetzt gerade bei Few Apps sind. Tramsim hat ja seit 1,5 Jahren nichts mehr bekommen. Der letzte Inhalt war ein DLC. Also ein DLC für 15 Euro, wo du eine Straßenbahn mit 3 Varianten oder 6 Varianten waren sogar, bekommen hast, wo es keinen großen Unterschied merkst, aber halt einmal eine Tür statt 2 Einstiege, nur ein Einstieg. Das sind Sachen, da war kein großer Unterschied. Es war grundsätzlich ein Fahrzeug für 15 Euro. Weiß nicht so. Aber okay, kann man ja noch machen. Aber danach kommt nichts. Und das letzte kostenlose Update war im Dezember. Also das ist wirklich schon wirklich 1,5 Jahre her und das war eine halbe Linie. Wobei eigentlich nur 3-4 Stationen neu waren, weil mindestens die Hälfte der Linie war noch am Ring, der war es eh schon da war. Also da hat man einfach nur ein paar OP-Ding und der neue Teil von der Linie war sau scheiße. Das muss man einfach mal so sagen. Am Rennweg. Die Autos fahren manchmal auf die auf die Bahngleise, manchmal nicht. Manchmal bremsen die abrupt, manchmal blinken sie links, fahren aber rechts. Kommst damit nicht klar. Dann, ja. Und du fährst halt da Ding und hörst auf einmal in St. Marx auf. Der 71er ist nie bis St. Marx gefahren. Der war immer weiter nach hinten. Das ist eine Kurzführung für Störungen. Das wird normalerweise nie verwendet, die Station, die was da angefahren wird. Damit haben sie sich so viel zerstört in diesem Jahr, dass sie jetzt nichts gemacht haben. Volle Fokus auf City Driver. Das war jetzt wieder ein Reinfall. Sie haben auf der Next Sim aber angekündigt, durch den neuen Publisher Dovetail Games von der Konsolenversion, da kommen wir gleich nochmal dazu, haben sie 3 große Sachen angekündigt. Erstens einmal ein Passagiermodus. Das haben sie als größtes Ding angekündigt. Als Highlight dieses ganze Jahr, da kommt wahrscheinlich nichts mehr dazu, den Features. Passagiermodus, du machst die Tür, du spawnst die aber in irgendeiner Station wie ein City Driver, und statt dass du ein Auto fährst, hast du nichts. Du musst auf Straßenbahn warten und einfach die Map fahren. Wenn es aber so wie ein City Driver eine Map ist, wo du wirklich eine Fläche hast, dann ist es cool, aber bei Tramsim hast du nur Linien. Das ist eine Straße und da links und rechts nichts mehr. Also du kannst nur die Straßenbahn befahren. Die eine Linie, die was dann dort fährt, oder manchmal am Ring sind es 3 Linien. Und viele KI-Züge, okay. Hast viel Auswahl. Aber das konnte man auch so schon im Fahrmodus. Du fährst einfach mit der Straßenbahn dorthin und steigst aus. Es war ja keine Bestrafung. Ja. Also das ist, und vor allem ein Passagiermodus. Ich setze mich nicht freiwillig, wenn ich meine Freizeit habe. Ich habe nicht viel Freizeit. Dann setze ich mich nicht hin in ein Spiel, starts und mache einen Passagier und setze mich einfach in eine KI-Straßenbahn und lass mich kutschieren. Weil ich möchte das Spiel spielen. Es heißt Tramsim, nicht Drive Sim. City Driver haben wir eh schon. City Driver wäre dafür sogar ein guter Name.
weil du durch die Stadt fährst und erkundest. Aber halt mit der Straßenbahn. Also das ist so undurchdacht, das ist eine Entwicklung. Du kannst dich jetzt auf Sitze hinsetzen. Wer hat das gebraucht? Hat einer für einen Passagiermodus gebetet? Also wirklich, jeder hat dafür gebetet, dass die 71er-Linie komplett reinkommt, beziehungsweise endlich einmal irgendetwas wieder passiert in Tramse. Und dann kommt ein Passagiermodus als Highlight. Noch dazu eine kurzgeführte Linie 12, wieder kurzgeführt, so wie der 71er, von München. So wie ich das aber mitbekommen habe, ist das eine komplett neue Ding. Also das ist nicht so wie beim 71er, dass ein paar Stationen gleich sind. Das ist wirklich eine komplett neue Strecke, aber wieder kurz geführt, nicht die komplette. Für München, für den unbeliebten Teil, macht man mehr Inhalt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber kommen wir wieder zu Wien jetzt mit dem Inhalt. Die Type LH, dieses gelbe Fahrzeug, was auch keiner braucht, das ist jetzt drinnen. Damit kannst du herumfahren. Also, nicht einmal du kannst herumfahren, es ist ein KI-Fahrzeug. Das fährt manchmal am Ring herum und blockiert einfach die Schienen. Es hat so oder so schon die KI gemacht, dafür brauchst du jetzt nicht noch ein extra Fahrzeug, das das macht, aber bitte. Also, Tramsim ist wirklich gestorben. Die haben sich das selbst einfach zerstört, dank Aerosoft. Weil da ist halt natürlich im Hintergrund Aerosoft dafür verantwortlich, was entwickelt wird, wie es entwickelt wird. Und das haben die komplett vergeigt. Und jetzt kommen wir aber zur besten Ankündigung von Tramsim. Das haben sie auf der Nextim gar nicht angekündigt, aber in der neuesten oder in den neuesten FuelApp Insights, wie sie es nennen, auf ihrem YouTube-Kanal. FuelApp versuchte jetzt zum Glück selbstständig zu werden, was wirklich gut ist, weil die haben jetzt viele Fehlentscheidungen von Aerosoft einstecken müssen. Und als Ding für die Konsolenversion von Tramsim, die ja im Mai rausgekommen ist oder im April, Ende April, kam Dafter Games als neuer Publisher. Das war nicht mehr Aerosoft. Aerosoft hat die grundsätzlich die Idee dazu gehabt, eine Konsolenversion zu entwickeln, aber Dafter Games hat das alles übernommen. Was schon gut war, weil die haben einen Deluxe-Bundle gehabt, du hattest das, das hat alles gepasst. Aber, und der Preis war auch fair, kann es nichts sein. Und das Gute ist, sie haben heute, wo ich das Video aufnehme, am Freitag, ein FuelApp Insights veröffentlicht, dass Dovetail Games das komplette Tramsim-Franchise mittlerweile übernommen hat. Also das gehört ab heute nicht mehr Aerosoft. Zumindest haben sie so angekündigt. Das heißt, Dovetail Games ist jetzt auch für die PC-Version verantwortlich. Und sie haben gesagt, sie arbeiten derzeit an einem Geheimprojekt. Das heißt, vielleicht kriegen wir dank Dovetail Games doch nochmal das Comeback von Tramsim. Ich hoffe dafür, weil das Spiel habe ich echt gerne gespielt und es kam auch gut an auf meinem Kanal. So, kommen wir endlich zum nächsten Punkt, und zwar viel früher. Kommen wir zu der Bus- und dem Fernbus-Simulator von TML Studios. Beide Spiele bekommen jetzt die ersten Third-Party-DLCs. Also, der Bus bekommt Hamburg als DLC. Beide sind von Media Harlequin oder so, wie man das halt ausspricht, entwickelt. ESO und OMSI 2 entwickelt Modding-Team und DLC-Team und die machen das jetzt auch schon für die Unreal Engine, was auch cool ist. Und vor allem für der Bus gibt es endlich ein neues Setting. Da hat, von Hamburg wurde ehrlich gesagt noch nicht so viel gezeigt, nicht einmal die Busse, die mitkommen. Sie wollen das Hamburger Setting mitbringen, Hamburger Flair, die Stadt und so. Und für den Fernbus-Simulator kommt das DLC Dänemark, da hat man schon mehr gesehen, da hat man halt wieder das Klassische gemacht. Verkehrszeichen, Verkehrsschilder, Polizei und dass das alles halt dänisch ist und halt verbunden mit den anderen Dingen, das ist jetzt aber sonst nichts Besonderes. Kommt aber für alle Editions, also Konsole und PC. Und für der Bus kommt auch Ende des Jahres der Multiplayer und eine neue Linie wurde angekündigt, dass die bald auch erscheinen wird. Also da geht es jetzt im Dezember, November wieder los mit der Bus. Ja, wenn ihr weitere Infos zu irgendwelchen Spielen der Nextim haben wollt, würde ich sagen, klickt in den Link in der Beschreibung. Da ist die Nextim verlinkt auf Englisch und Deutsch. Das ist, glaube ich, das Beste und schaut euch das einfach selber an. Sonst war da jetzt kein Highlight, was jetzt ein wirklicher Release-Kandidat ist, was wirklich was Neues ist. Ja, Sachen, die was man schon gewusst hat. Aber falls ihr euch da noch mehr interessieren wollt und die Nextim noch nicht gesehen habt, da unten ist er. Kommen wir nun zu meinem persönlichen Highlight in dieser ersten Ausgabe von Simo News, und zwar dem Microsoft Flight Simulator 2024. Der wurde beim Xbox Game Showcase angekündigt. Ich spiele den 20er, habe ich schon 2020 gespielt, 21 dann wieder und dieses Jahr im Jänner habe ich ihn zu Weihnachten noch nachträglich bekommen. Das Spiel ist so cool, der 2020er. War damals revolutionär und genauso sein Nachfolger, der 24er.
Erstens einmal, vom Design bleibt alles gleich, also das Hellblau behalten sie zum Glück bei. Auch von der Ding wird sich da jetzt nichts Großes ändern, es ist eher der Inhalt, was jetzt das Neue ist, was du für den Preis bekommst. Und zwar kriegst du alles vom Vorgänger, also Passagierflugzeuge, Flughäfen, alles, die Weltgenerierung, 4K, alles ist da. Plus zusätzlich Rettungseinsätze, Transporteinsätze, Flugrennen. Und also diese Red Bull-Rennen, was es da oft gibt, mit diesen Toren, die man da durchfliegt. Mit dieser Grafik, du kannst von zu einem Militärschiff hinfliegen mit einem Heli und dort was hinliefern. Jetzt haben diese Helis endlich einen Sinn. Das ist so geil. Du kannst zu irgendeinem Berg hinfliegen und dort einen Typen retten. Du hast auf einmal Bergrettung. Du hast nicht nur noch mehr diesen Piloten. Du hast wirklich alles vom Flugding. Das ist so geil. Und kommt natürlich wieder mit einem Standardpreis von 70 Euro ziemlich sicher auf den Markt. Aber wie der Name verrät, erst nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch im August. Man hat, also ihr seht da jetzt gerade Gameplay eingeblendet und Screenshots, das ist unfassbar, die Grafik. Mit Feuerwehr-Sachen, mit der Grafik und der Welt, du hast die ganze Welt und du hast diese Einsätze darauf noch. Das ist so geil. Und ja, was der Publisher Xbox Game Studios auch schon mal gleich am nächsten Tag nachgeholt hat, waren ein paar wichtige Fragen und was da interessant war, dass die DLCs, die meisten, natürlich da gab es auch ein paar Bergrettungs-DLCs, die kommen natürlich nicht in den 24 als DLC, sondern sind drinnen, aber jetzt so Flughäfen und so, die gibt es alle im 24er ohne irgendwelche Probleme. Angeblich gibt es halt noch kleinere Ausnahmen, also weiß nicht, Problemfänger halt für DLCs. Die, was irgendwelche Prüfungen nicht bestehen, die kommen halt nicht in den Marketplace vom 24er. Aber das Coole ist, DLCs, die du im 2020er gekauft hast, also kostenpflichtige Inhalte, kriegst du kostenlos im 24er dazu. Das heißt, du musst einfach nur die 70 Euro fürs Standard-Game neu zahlen und hast so viel mehr Inhalt. Das ist so cool, unfassbar. Kommt natürlich wieder Xbox Game Pass, Xbox Series X, aber nur X, von der S war glaube ich keine Rede. Und natürlich Steam und Xbox App, / Microsoft Store am PC für die im Xbox-Katalog halt. Genau, und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt, was mir da jetzt so aufgefallen ist, für den Juni. Und zwar ist das der Bausimulator 2022, bekommt sein erstes Gameplay-DLC, was ja schon mit der Ankündigung vom Season Pass angekündigt wurde. Da hat man schon ein Flugzeug gesehen, dementsprechend geht es. Ich finde es echt cool, du baust einen Flughafen für beide Karten, einmal für die amerikanische, einmal für die EU. Ihr seht es auch schon, erste Screenshots, die wurden heute veröffentlicht auf den Social Media Seiten. So geil, du baust die Landebahnen, du baust Hangar, du baust die Türme. Du machst so viel. Angeblich soll das DLC 30 zusätzliche Spielstunden hinzufügen. Das ist eine eigene Kampagne. 30 Spielstunden. Ich habe nicht einmal ein Viertel des Spiels durch. Ich habe es auch über ein halbes Jahr jetzt nicht gespielt. Aber 30 Stunden. Da kannst du den ganzen Tag komplett durcharbeiten. Wahnsinn. Ja, also ich bin fasziniert. Und vor allem für einen Preis von 10 Euro ist das echt fair. Wirklich fair. Und natürlich ist das Spiel auch im Year One Season Pass enthalten. Also ich bekomme es, ich werde es euch natürlich auch zeigen, vielleicht machen wir sogar einen Livestream. Jetzt ist die Schule vorbei, vielleicht geht es sich aus. Weil gerade auch zum fairen Beginn kommt einfach so ein geiles DLC auf den Markt. Ja, also grundsätzlich war es das. Ich hoffe, euch gefällt das Format Simon News so, wie es jetzt da ist. Ich kann einfach nicht mehr sagen, außer wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Kanal abonnieren und schreibt mir natürlich eure Wünsche in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im Juli wieder zur nächsten Ausgabe von Simon News. Ja, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.